Hallo bei Nerdfallmedizin. Ich habe die Christina mitgebracht. Wir sind immer noch auf dem Summercamp. Und Christina ist nicht nur eine Rettungsdienstlerin, was auch sonst bei Nerdfallmedizin, sondern Christina macht auch Palliativmedizin im ambulanten Setting, Einsatz vor und Nachsorge. Und das sind extrem spannende Themen. Christina, du hast uns eine ganze Menge hier schon erzählt. Und deswegen dachten wir müssen dich vor die Kamera ziehen. Und ich habe mir natürlich überlegt, was kann ich dir so für eine Situation vor die Füße werfen, die so richtig krass ist, wo man sagen muss, die ist emotional auch schwierig. Und da ist die Säuglingsreanimation natürlich das, was einem sofort in den Sinn kommt. Deswegen meine Frage an dich. Ich komme jetzt zu einer Säuglingsreanimation. Was sind für mich als Notarzt, als Rettungsteam Punkte, die man sehr, sehr gut machen kann oder sehr, sehr falsch machen kann in Bezug auf Angehörigenbetreuung und schon gleich emotionale Verarbeitung. So, Basiskrisenintervention in dem Setting. Genau. Okay, also ich meine, Säuglingsreanimation, da hast du dir schon eins der Beispiele ausgesucht, die natürlich eine Maximum an Belastung auch für die Einsatzkräfte mit sich bringen. Ich glaube, jeder von uns kennt es, wenn er in so eine Situation kommt, dass dann erstmal wahnsinniges Chaos herrscht, dass meistens eine sehr emotionale Stimmung vor Ort schon herrscht, dass ja auch gerade die Eltern manchmal das Kind noch irgendwie auf dem Arm haben und damit recht kopflos rumlaufen oder das Kind liegt irgendwo. Man wird von den Eltern empfangen, mit oder ohne Kind. Also wichtig ist da einfach so ein Stück weit, die Eltern auf der einen Seite mit ins Boot zu holen und gleichzeitig aber auch die Grenzen abzustecken. Also Eltern können kooperieren in der Regel, wenn sie klare Anweisungen kriegen. Also den Eltern jetzt zu sagen, geben Sie mir das Kind und warten Sie draußen, wir tun hier alles, wird nicht zielführend sein. Das wird in der Diskussion in der Regel enden, einfach daher, weil man muss das mal so ein bisschen sich reindenken, das ist Ihr Kind. Mhm. Und du selber hast, glaube ich, auch Kinder. Mhm. Wenn dir jemand sagen würde, du gehst jetzt bitte nach draußen, wir kümmern uns um dein Kind. Genau, das will man eigentlich ja, da will man irgendwie mit. Genau, das Betreuen irgendwie. Genau, irgendwas tun und vor allem auch wissen, was passiert da gerade. Und deswegen wirklich sagen, geben Sie mir das Kind, wir brauchen hier Platz zum Arbeiten, wir wollen das Bestmöglichste für Ihr Kind tun. Es wäre schön, wenn Sie einfach 2-3 Meter zurückgehen, dass wir hier auch Platz haben, um gut zu arbeiten. Und wenn man so klare Absprachen trifft, sind die Eltern ganz oft in der Lage, sich daran auch zu halten. Wenn das natürlich nicht geht und dieses Chaos durch die Eltern verursacht, sich nicht einfangen lässt und wir massiv behindert sind in dem, was wir da arbeiten müssen, an Abläufen auch erarbeiten müssen, dann müssen natürlich auch folglich nächste Schritte gezogen werden, dass man die Eltern versucht rauszubringen oder selber vielleicht in RTW geht, die Türen zumacht oder so. Aber das ist nur in absoluten Ausnahmefällen wirklich nötig. Mhm. Und wichtig ist, klare Absprachen zu treffen, auch zu sagen, wissen Sie, wir müssen jetzt erstmal den Einsatz organisieren. Wir sind am Arbeiten. Sobald ich ein bisschen Zeit habe, erkläre ich Ihnen, was wir machen. Das heißt, der Vorteil ist, die Eltern sind ein paar Meter zurück, haben aber trotzdem die Möglichkeit, das, was da gerade stattfindet, auch wahrzunehmen, auch zu wissen, zu merken, hey, die tun alles für mein Kind. Und es gibt da zum Beispiel eine Befragung vor einigen Jahren von Eltern nach Reanimation. Und die Angst der Rettungsdienstler ist ja da immer so ein bisschen, oh, dann sehen die was, was massiv ist. Die sehen, wie ein intraossärer Zugang gebohrt wird oder vielleicht defibrilliert, intubiert, so diese ganzen Dinge. Das vergessen die nie wieder. Und in dieser Befragung kam raus, dass Eltern, die wurden in einem zeitlichen Abstand zu diesem Ereignis befragt, die Maßnahmen beschreiben konnten, aber gar nicht so als so invasiv wahrgenommen haben. Das haben die eher verbucht unter dem Aspekt, da wurde ganz viel für mein Kind getan. Und dieses Gefühl, glaube ich, ist wichtig, egal wie die Reanimation ausgeht. Mhm. Egal, ob die Reanimation frustran ausgeht oder wir den Kreislauf stabilisieren, wiederherstellen können und dann in die Klinik fahren. Und die haben sich eben nicht an die Maßnahmen genau erinnert, aber die konnten teilweise wortwörtlich sagen, was hat der Rettungsdienst untereinander kommuniziert und wie wurde mit uns gesprochen, was wurde an uns weitergegeben. Und ich glaube, wenn wir uns das vor Augen halten, egal ob als Notärzte, als Rettungsdienstler, dann ist es was, wo wir uns alle so ein bisschen
an die eigene Nase packen müssen. Ich weiß, das ist super schwer und deswegen übe ich persönlich das in normalen Reanimationen, in Erwachsenenreanimationen auch und empfehle das auch meinen Kollegen, dass ich sage, besprecht es mit den Angehörigen, dass jetzt erstmal Maßnahmen stattfinden und sobald diese erste Chaosphase weg ist, wo man dann einfach auch Zeit hat, mal kurz mit den Angehörigen zu sprechen, dann denen aber auch erklären, hören Sie zu, Sie sehen, wir drücken auf den Brustkorb von Ihrem Kind, weil das Herz schlägt im Moment einfach nicht selbstständig. Sie sehen, wir haben in den Mund oder in die Nase einen Schlauch gesteckt, das ist ein Tubus, darüber wird Ihr Kind im Moment beatmet, weil es atmet nicht mehr. Und das sind einfach auch Aussagen, wo uns, glaube ich, wenn wir das aussprechen, schon auch manchmal so ein Schauer über den Rücken läuft, die aber wahnsinnig wichtig auch sind für die Eltern oder für die Angehörigen, schon mal als erster Schritt auf einem Weg der Verarbeitung. Und wenn ich das sehe, da wird noch ganz viel gemacht, aber gleichzeitig auch erfahre, die machen das, weil. Die machen das, weil das Herz nicht mehr schlägt und weil er nicht mehr atmet. Dann ist das für die eine ganz wichtige Information, weil das kennst du, das kenne ich aus anderen Einsätzen. Die Einschätzung, die Angehörige manchmal haben, ist ja nicht unbedingt die, die so die Fachebene hat. Und in so Einsätzen ist es noch mehr der Fall. Sollte man irgendwie sich zur Prognose äußern? Sollte man da schon irgendwas frühzeitig sagen oder sollte man das einfach mal im Raum stehen lassen? Wie siehst du das? Sollte ich sagen, es sieht momentan sehr, sehr schlecht aus, wir werden das vermutlich nicht schaffen? Oder sollte ich sagen, also wir tun das jetzt, wir tun alles Menschenmögliche, dann mache ich auch irgendwie Hoffnung? Ja, also ich denke, wichtig ist eben, dass die Eltern mit anwesend sind, dass wir auch, wenn ab dem Zeitpunkt, wo das möglich ist, mit denen ins Gespräch gehen. Vorteil davon, wenn wir sie mit im Raum lassen, ist auch, gerade wenn wir daran denken, dass wir auch manchmal Hinweise brauchen, wie es dazu kam oder so die Haas und Hits ausschließen wollen oder abfragen wollen, die stehen uns als Informanten einfach auch weiterhin zur Verfügung und wir haben sie ein bisschen unter Kontrolle, weil man weiß ja auch nicht, wie die reagieren. Und es kann ja durchaus sein, dass die Mutter draußen steht und uns da kolaptisch wird und vielleicht auch selber dann ein medizinisches Problem hat. Das heißt, wenn ich die im Raum lasse, guter Punkt für die Verarbeitung, guter Punkt auch gerade, wenn wir die dann befragen, dass die das Gefühl haben, wir konnten noch mal was tun für unser Kind, wir konnten Informationen beiholen, solche Geschichten. Und der letzte Punkt ist eben so, man hat es im Blick, falls noch mal was auftaucht. Und die Frage, die du gerade so gestellt hast, mit dem, wie klar werde ich in meinen Aussagen, ich würde mal sagen, umso länger die Reanimation dauert, umso klarer werde ich. Und in der Anfangsphase reicht die Information eben bezüglich, Sie sehen, dass es, wir die und die Maßnahme machen, das ist, weil das Herz nicht schlägt, das ist, weil er im Moment nicht selbstständig atmet. Aber wenn ich zum Beispiel nach 15 Minuten und die Haas und Hits ausgeschlossen habe, immer noch in der Reanimationsphase bin, keinen Rost habe, dann ist uns, glaube ich, beiden klar, dass die Prognose ja eher sehr schlecht ist. Eine schlechte sein wird. Und dann ist es wichtig, eben auch nicht eine Minute, bevor ich die Reanimation dann vielleicht auch abbreche, zu sagen, wir tun alles Menschenmögliche, sondern dann eben auch in die Richtung zu arbeiten, denen die Möglichkeit zu geben, dass die auch verstehen können. Zu sagen, Sie sehen, wir haben in der letzten Viertelstunde Medikamente gespritzt, wir haben weiterhin die Herzdruckmassage gemacht, wir haben alles, was hier in dem Setting möglich ist im Moment, getan. Wir werden die Maßnahmen weiterführen, aber bisher hat Ihr Kind darauf einfach nicht reagiert. Und spannend, jetzt ist die Frage, die mir gerade relativ spontan in den Kopf gekommen ist. Wenn das dann frustran verläuft, so jetzt haben wir die Reanimation eingestellt, die Eltern sind wahrscheinlich schockiert, dann gibt es ja ganz häufig so ein bisschen panische Reaktionen, nachvollziehbar, aber ich wurde bei der Erwachsenenmedizin schon häufig dann nach Benzodiazepinen gefragt und wenn die gefragt haben, kannst du nicht mal eine Beruhigungstablette geben? Nun wirst du ja manchmal als Kriseninterventionsteam auch hinzugezogen. Genau. Ja. Würdest du sagen, das ist gut, wenn der Notarzt einem Benzo vielleicht schon ausgehändigt hat, damit die Person irgendwie
emotional sich kontrollieren kann, ja, weil die Panikreaktion so stark ist, oder sagst du, Mensch, also diese leicht ansedierten Leute, das ist eigentlich Mist für die Trauerbewältigung, ich will mit denen ein ganz klares Gespräch führen, man kann die trotzdem meistens einfangen. Was ist so deine Erfahrung da? Also meine Erfahrung aus den letzten knapp 12 Jahren ist in dem Bereich, dass ich mich eher, also ich bitte darum, die nicht anzusedieren, auch nicht mit Tabor oder irgendwas, aus dem Grund, weil die trauern gerade, verdammt nochmal. Die haben gerade ihr Kind verloren. Und das, was da an Reaktion kommt, ob jetzt schreien, ob erstarren, ob, ich habe es auch schon erlebt, dass eine Mutter mit ihrem Kind im Arm, also das Kind dann gepackt hat, als sie das erfahren hat, ist sie dorthin gerannt, hat dieses Kind auf den Arm genommen und hat sich mit dem Kind zusammen in eine Ecke hinter einen Blumenstock gesetzt. Und in dem Raum der Wohnung, was für die Rettungskräfte auch ganz schwer auszuhalten war. Und die saß da mit ihrem Kind und hat angefangen, das zu schaukeln. Und das sind einfach Reaktionen von Eltern, die ihr Kind verlieren. Und da gibt es nichts Unnormales, sondern man muss gucken, dass man es gut begleitet. Und letztlich ist es ja auch so, natürlich, wenn eine Selbstgefährdung auf einmal im Raum steht, zum Beispiel durch das Verhalten, dann muss man überlegen, ob man auch vielleicht medikamentös vorgeht. Mhm. Aber für die Trauerbewältigung, also alles, was man so unter dem Aspekt Trauer sehen kann und Abschiednahme, sind Benzodiazepine und Beruhigungsmittel einfach eher kontraproduktiv. Wenn wir in den Bereich Trauma kommen, kann es manchmal hilfreich für die Verarbeitung sein. Aber bei Trauer ist es eher so, erlebe ich ganz oft auch draußen, so als Hilflosigkeit, man will für die noch was tun, genau, und dann denkt man sich, man tut ihnen damit was Gutes, weil dann sind sie erstmal ein bisschen ruhiger. Aber wenn wir es von hinten uns aufdröseln, dann kommt das Kind vielleicht und betreut die 4 bis 6 Stunden. Das ist so das maximale Zeitfenster eigentlich für den Kit-Einsatz. Und da ist die total ruhig. Und dann verabschiedet sich das Kit nach 4 Stunden, weil die der Meinung sind, okay, wir haben die weiterhin stabil. Und dann lässt die Tabor nach. Und dann wird es schwierig mit der Verarbeitung. Und dann kann es sein, dass wir da, wenn die medikamentöse Wirkung nachlässt, genau wieder an dem Punkt sind, wo wir eigentlich am Anfang schon waren, aber dann ohne Begleitung. Guter Punkt. Ganz spannendes Argument, was du mir da vorgebracht hast. Jetzt kommt das Kit ins Spiel und die Frage ist, wie kommt das Kit ins Spiel? Wir hatten hier die Diskussion, sollten die primär mit alarmiert werden? Da hattest du ja schon gesagt, eher nein. Wie moderiere ich an, dass so ein Kit kommt, oder warum eher nicht einfach holen, sondern fragen? Genau, also ich denke, das ist eine hochbelastende Situation für die Einsatzkräfte. Es ist eine hochbelastende, eine furchtbare, nicht zu beschreibende Situation für die Eltern. Und man sollte den Eltern da einfach auch anbieten, dass jemand kommt, der in den nächsten Stunden für sie da ist. Anbieten, dass man sagt, wissen Sie, wir beenden hier in Kürze unseren Einsatz, wir sind vom Rettungsdienst, wir müssen dann auch wieder fahren. Aber sie haben gerade was so Schlimmes erlebt, und das darf man auch wirklich als schlimm bezeichnen, dass wir uns wünschen würden, dass in den nächsten Stunden Menschen bei Ihnen sind, die Sie da einfach ein bisschen unterstützen. Mhm. Und ich würde nicht anfangen, erstmal so Begriffe wie Notfallseelsorge, Krisenintervention oder so, weil da die meisten erstmal, was kommt da? Mhm. Sondern wirklich auch runtergebrochen auf das, wir nehmen wahr, dass Sie gerade was ganz Schlimmes erlebt haben, und wir würden uns wünschen, dass wir Ihnen jemand vermitteln dürfen, dass sie uns die Erlaubnis dazu geben, jemanden dazu zu holen, der einfach jetzt in den nächsten Stunden für sie weiter als Ansprechpartner mit da ist, sie begleitet, weil wir im Rettungsdienst können es nicht. Und es ist ja auch nicht mehr unsere Aufgabe. Mhm. Und letztlich ist ja auch das der Punkt aus meiner Sicht, den ich auch im Rettungsdienst immer eher als belastend erlebe, diese Schnittstelle. Einen Einsatz alleine abzuarbeiten, ich finde, damit kommen wir eigentlich gut zurecht. Aber meistens sind die Einsätze, die von uns als belastend auch erlebt werden, die, wo auch Angehörige mit ins Spiel kommen oder diese emotionalen Faktoren eine Rolle spielen. Ja, definitiv. Und wenn ich dann das Gefühl habe, und so mache ich es ja auch im Rettungsdienst,
Denen würde jetzt gut tun, nicht nur nach Kinder- oder Säuglingsreanimation, auch nach normalen Reanimationen oder nach Suiziden zum Beispiel. Das sind ja so die Klassiker als Einsatzindikationen für eine Krisenintervention präklinisch. Dass denen das jetzt gut tun würde, dann biete ich das an. Und bin gleichzeitig aber auch ein bisschen entlastet, wenn ich in der Rolle Rettungsdienst da bin, weil dann kann ich sagen, okay, mein Auftrag endet hier. Ich sehe meinen Auftrag durchaus auch als Brückenfunktion. Also ich finde, wir haben da die Verantwortung, auch dieses Angebot zu machen. Mhm. Aber für mich ist es dann auch eine Entlastung, weil dann weiß ich, okay, ich kann das übergeben an Kollegen aus dem Kit und bin wieder in meiner Rolle Rettungsdienst. Und es vermischt sich nicht so. Mhm. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit Fürsorge und Selbstfürsorge zu tun. Für beide. Super, vielen, vielen Dank. Ich fasse nochmal ganz kurz so die Pearls zusammen. Du sagst, auch schon während der belastenden Situation die Angehörigen mit ins Boot holen, denen ganz klar zu sagen, was liegt hier vor, was machen wir, und dabei einfach das authentisch und klar so sagen, wie es ist. Nach der ganzen Sache, wenn es frustrierend ist, kommt die Trauerreaktion. Da sagst du, Benzos eher nein, ja. Das eher ertragen können. Kriseninterventionsteams eher als unterstützende Teams ansprechen, weil das Wort Krisenintervention vielleicht für Angehörige nicht verständlich ist, aber anbieten, in jedem Fall unter Zwang Kriseninterventionen reinholen, eher nicht. Nee. Christina, vielen, vielen Dank. Super spannendes dir. Thema. Und ich hoffe, wir hören uns noch einmal dazu. Würde mich freuen.